Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, weil ihr meinem Kanal ja so regelmäßig folgt, war ich für eine Weile nicht da. Jetzt bin ich seit ein paar Tagen wieder in Wien und habe auch schon wieder ein paar Videos hochgeladen. Ein kurzes Let's Talk muss ich trotzdem machen. Wie ich in meinem letzten schon angekündigt habe, ist das Card Hunter Let's Play zu Ende. Das war jetzt nicht so ein interessantes Spiel. Ja, meines ist ganz witzig. Aber zum Anschauen ist es wahrscheinlich noch langweiliger als das andere Zeug, was ich spiele. Weiß ich gar nicht. Naja, vielleicht habe ich mich auch nur deswegen gestört, weil es derart hundsmiserabel auf Stereotype eingeht. Naja, was soll's. Auf jeden Fall, nach diesem Let's Talk wird gleich die erste Folge von meinem neuen Let's Play Victoria 2 kommen. Ich mag Victoria einfach sehr gern. Ich spiele es zwar unglaublich schlecht. Leute, die das gut spielen, man kann sich da Let's Plays anschauen von anderen Leuten. Da denke ich mir dann immer, wie schaffen die das? Wie können die das? Ich kann das alles einfach nicht. Ja, vielleicht weiß ich nicht, woran das liegt. Vielleicht denke ich zu sehr oder zu wenig eigentlich, dass das ein Computerspiel ist und ich versuche einfach grundsätzlich weniger Schaden an der eigenen Bevölkerung zu machen. Ich bin sogar freundlich zu meinen Pixelmenschen. Naja, gut. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, nach diesem Let's Talk kommt die erste Folge. Ich habe sie genannt, keine Ahnung eigentlich, wie ich sie genannt habe. Projekt Indien, glaube ich, habe ich sie genannt. Danach sage ich das eh. Ich habe leider die Aufnahmen schon vor 2 Wochen gemacht, die ich jetzt zeige. Dann habe ich 2 Wochen lang nicht Computer gespielt und jetzt zeige ich die ersten Folgen. Naja. Also Projekt Indien. Ich werde es mit Punjab versuchen, Indien zu gründen. Gleich vorweg. Die ersten paar Folgen laufen eigentlich ganz gut an. Also für all jene, die sehen wollen, wie ich irgendwelche schwachen Nachbarn zusammenschlage, genau das ist der Zeitpunkt, es anzuschauen. Gut. Und weil wir in etwa die Mitte der Ferien erreicht haben, kommt hier eine kurze Message an meine lieben VWA-Schüler, meine Herrschaften. Wir haben die Hälfte der Ferien hinter uns. Ich hoffe, ihr fangt jetzt an, eure VWA zu schreiben. Das wäre wichtig für euch und für mich. Ich mag nicht alles dann erst im Dezember lesen müssen. Gut. Ja, wenn ihr mit irgendwas fertig seid, nur zu. Schickt einfach alles, was ihr habt. Bis dann. Ja, und jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge Victoria 2. Bis dann. Willkommen zurück, meine lieben Herrschaften, zu einem neuen Let's Play von eurem lieben Odo. Wir werden erneut Victoria 2 spielen. Dieses Mal aber nicht den Sissy Way, wie das letzte Mal. Also wir werden nicht versuchen, eine starke Großmacht wie Österreich zu spielen, sondern ich habe mir was vorgenommen, was ich bis jetzt noch nicht versucht habe oder noch nie versucht habe. Ich habe schon mal mit kleineren Nationen gespielt, natürlich. Es gibt da einige, die sind auch sehr gut spielbar. Ich habe auch schon mit Nationen gespielt, die nicht zivilisiert waren am Anfang. Okay, da habe ich auch den einfachen Weg gewählt. Da habe ich damals Japan gespielt. Dieses Mal will ich etwas versuchen und zwar will ich versuchen, Indien zu gründen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Das ist bei weitem schwieriger als Österreich an Position 1 zu bringen, nehme ich mal an, wie wir das gemacht haben in unserem letzten Spiel. Gehen wir mal da rein. Schauen wir mal. Um das zu schaffen, müsste man sich eines von den indischen Kleinstaaten hier wählen und mit diesem indischen Kleinstaat zu einer Großmacht werden oder zumindest zu einer Macht werden, die dann die einzelnen Staaten hier
einverleibt sich und dann Indien gründen. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass der einzige Staat, mit dem das sinnvollerweise funktioniert, Punjab ist. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht würde es auch mit Sindh oder Kalat gehen. Aber mit Punjab sollte es gehen. Ich habe schon jemanden gesehen, der mit Punjab Indien gegründet hat. Es gibt halt, also wenn man hier die kleineren anklickt, so wie Indore, da sieht man, wir hätten als Bündnispartner Großbritannien und wir sind auch ein Satellitenstaat von Großbritannien, Hyderabad und so weiter und so fort. Die Satellitenstaaten von Großbritannien sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die ich machen will. Egal. Mit Punjab haben wir ein halbwegs großes Land, das zwar nicht zivilisiert ist, das aber unabhängig ist von Großbritannien, hat dadurch den Nachteil, dass es auch keine Bündnispartner hat am Anfang. Hat aber eben den Vorteil, dass wir uns nicht aus der Satellitenschaft herauslösen müssen, was extrem schwierig ist, weil diese ganzen Staaten so klein sind und die können auch nicht durch irgendwie durch Größe das schaffen. Mal abgesehen davon, dass sie nicht alleine irgendwie Krieg erklären können und so weiter und so fort. Also so ein als Einser Satellitenstaat, also als Staat, der nur eine Region besitzt oder nicht Region, sondern eigentlich nur eine Provinz besitzt quasi, weil Provinzen bestehen ja aus einzelnen Regionen, ist es extrem schwierig, das zu schaffen. Ich glaube, es ist überhaupt nur möglich, wenn man Glück hat, weil die Großmacht, von der man Satellit ist, irgendwie kollabiert oder so. Gut, deswegen Punjab. Ich habe das schon, also wie ihr da auf der Seite seht, ich habe es schon ein, zwei Mal ausprobiert. Aber ich habe seit meinem letzten Let's Play kaum mehr Victoria 2 gespielt. Das heißt, ich muss auch wieder reinkommen. Es ist jetzt sicher ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal bei Victoria reingeschaut habe. Oder zumindest ein paar Monate her. Ein halbes Jahr könnte schon sein. Werden wir schauen, ob ich das schaffe. Starten wir mal. Und schauen wir mal an, wie Punjab startet. Einige kleinere Sachen schauen wir uns mal an am Anfang. Wer das letzte Let's Play von mir gesehen hat, es ist ein bisschen anders. Also bei einer unzivilisierten Nation wie Punjab funktioniert das Spiel ein wenig anders. Wir haben nämlich hier bei den Technologien noch keine, oder wir können noch nicht weiter, wir können hier noch nicht forschen, diese Technologien, weil wir haben auch noch keine. Nicht wirklich zumindest. Wir haben schon Steinschlossgewehre, nicht schlecht. Wir können deswegen Infanterie bauen, das ist auch nicht schlecht, ja. Weil wir sind noch nicht zivilisiert, das heißt, wir sind noch in Clans und feudal organisiert, mehr oder weniger. Deswegen müssen wir zunächst einmal gewisse Reformen durchsetzen. Also wir haben bereits eine Reform durchgesetzt, nämlich ausländische Ausbildungsmethoden. Das ist der Grund, warum wir auch Steinschlossgewehre bereits haben. Also außerdem haben wir importierte Waffen. Ah. Das ist mein Feuerstab. Okay. Okay, ja, die bieten uns gewisse Vorteile, vor allem auch gegenüber anderen nicht zivilisierten Staaten. Aber in Wirklichkeit müssen wir eine gewisse Reihe von Reformen schaffen. Das heißt, jetzt haben wir 20% gerade. Also diese beiden Reformen bringen insgesamt 20% für. Ah, wir kriegen einen Forschungspunktebonus durch Eroberung. Das heißt, wir werden versuchen zu erobern.
Ja, das müssen wir so oder so machen. Und das heißt, wir müssen hier Dinge beschleunigen, wenn wir hier gewisse Reformen machen. Bringt uns das was? Das heißt, unser Staat wird stärker, zum Beispiel reformiertes Bildungssystem, würde unsere Bildungseffizienz erhöhen. Ebenfalls wird es uns 15% für diesen Zivilisationsfortschritt bringen. Die importierten Schiffe, die wir nicht brauchen werden, weil wir eine Landlocked Nation sind derzeit noch, würde uns 10% Zivilisationsfortschritt bringen, aber unsere Marineeinheiten würden stärker werden und so weiter, ja. Industrielle Konstruktionen, frühe Industrialisierung, all das bringt verschiedene Dinge. Es bringt uns teilweise Technologien, die wir noch nicht haben, und andere Vorteile, also zum Beispiel 20% Fortschritt. So, wir haben derzeit 3,2 Forschungspunkte hier. Dieses Ding hier kostet 8.430 Forschungspunkte. Die Finanzreformen kosten 11.130 und wir kriegen derzeit 1,44 Forschungspunkte. Wenn wir eine gewisse Menge an Forschungspunkten haben, dann können wir diese Reformen durchführen. Wir müssen uns dann noch überlegen, welche Reformen wir am liebsten machen würden, also welche da zur Verfügung stehen, aber bis das soweit ist, vergeht eh noch ein wenig Zeit. Wir kriegen Forschungspunkte jetzt nicht nur durch unsere Geistlichen, so wie normalerweise Forschungspunkte, sondern wir kriegen eben auch durch verschiedene andere Aktionen, wie zum Beispiel Kriege und ähnliches, Forschungspunkte. Ich weiß allerdings nicht genau, wofür wir noch Forschungspunkte kriegen. Also offensichtlich kriegen wir durch Eroberung auch Forschungspunkte hier. Und die meisten Nationen zivilisieren, glaube ich, dadurch, dass sie auch erobern. Bezüglich erobern. Wir haben hier Kalat und Sindh. Beide Staaten gehören zu Indien. Beide Staaten haben keine Indien. Ah, Kalat gehört nicht zu Indien. Aber Sindh gehört zu Indien. Das heißt, Sindh sollten wir möglichst schnell erobern, wenn geht. Dann haben wir außerdem einen Zugang zum Meer. Was ich erkannt habe in meinem letzten Spiel ist, wir haben ein Problem mit unserem Nachbarn hier im Westen, nämlich Afghanistan. Und Kalat ist eigentlich auch ein ziemliches Gefrast. Die greifen uns dann meistens an, vor allem wenn wir selbst Krieg führen. Wir werden da hauptsächlich auf unsere Attrition in unserem Land setzen. Wir haben ein sehr gebirgiges Gebiet. Wie ihr seht, also viele Berge. Und wenn die Leute hier reinkommen mit ihren Monsterarmeen, dann verlieren sie ziemlich viele Truppen dadurch. Wir werden also versuchen, möglichst Kämpfen aus dem Weg zu gehen und selbst möglichst zu belagern. Aber Afghanistan ist meistens relativ stark, also man darf das nicht unterschätzen. Also das eine Mal, was ich kurz ausprobiert habe, da bin ich daran gescheitert, dass mich Afghanistan einfach erobert hat. Sollte sowas passieren, müssen wir einfach neu starten. Da kann man jetzt nicht wirklich was machen. So, jetzt schauen wir uns mal an, was für Armeen wir haben. Wir haben tatsächlich zwei Kavallerien. Ich glaube, die sind gar nicht einmal so schlecht, dass wir Kavallerien haben. Und wir haben tatsächlich Infanterie. Das heißt, wir haben eine extrem starke Armee für die Verhältnisse. Wir haben keine Irregular Troops, sondern tatsächlich sind diese reguläre Truppen. Die sind dafür natürlich auch um einiges teurer, was echt mies ist, aber reguläre Truppen haben schon große Vorteile gegenüber irregulären Einheiten. Die sind schon um einiges stärker. Wir haben sogar schon einen Anführer hier. Oder auch einen schon. Ranjit Singh. Oh, der ist sogar ziemlich stark. Bist du deppert? Plus 3 auf Angriff, plus 2 auf Verteidigung, plus 50% Moral, plus 35% Organisation. Hui. Die haben auch schon einen. Jean-François Allard. Auch nicht schlecht.
Okay, das ist auch nicht schlecht eigentlich. Stoße ich alle nicht davon. Gut, da kann man jetzt eh noch nichts machen. Einen nationalen Fokus können wir setzen, und zwar werden wir den natürlich im Punjab setzen. Ich überlege ernsthaft, was ich da machen soll. Entweder Soldaten. Soldaten oder Geistliche. Ich meine, grundsätzlich bin ich immer der Meinung, dass man Geistliche fördern sollte. Und wir haben hier praktisch die gesamte Bevölkerung in diesem Staat. Das heißt, wir müssen den Staat auf jeden Fall aufbauen. Aber Geistliche am Anfang. Das bringt uns nämlich auch Forschungspunkte. Ich weiß nicht. Ich bin leider kein sonderlich kriegerischer Spieler. Ich habe mir das angeschaut bei einigen anderen. Da gibt es einige, die machen das voll auf Rumzack, Rufzack. Ich neige dazu, das nicht ganz so zu machen. Egal. Haushalt. Das wird jetzt ein problematisch, und ich weiß nicht, ob unsere Leute unsere Armee erhalten können. So, na gut. Andererseits, das brauchen wir nicht auf Null setzen, wir haben eh keines. Gehen da mal auf 30%. Puffer haben wir eh keine, nicht wirklich zumindest. So, unsere Geistlichen kosten 30 derzeit, bist du wahnsinnig. Und unsere Verwaltung ebenfalls. Wir lassen das einmal da. Und das gehen wir ein bisschen. Wow! 68? Bist du wahnsinnig, unsere Soldaten sind teuer. Die allein kosten so viel, wie wir an Einnahmen haben. Das könnte ein Problem darstellen. Lassen Sie mal auf 50%. Im schlimmsten Fall müssen wir da noch weiter runtergehen. Wir müssen schnell einen Krieg führen und Truppen verlieren. Sind. Das ist das Ding, wo wir Krieg führen wollen als erstes. Wollen wir Sind als erstes erobern? Oder vielleicht Afghanistan? Ja, von Afghanistan, das Problem bei Afghanistan ist, die Re Hauptregion Ostafghanistan kann ich nicht erobern. Das heißt, da die Grenze kann ich nicht erobern, ich könnte nur das da drüben erobern, nämlich Westafghanistan. Und das hat keine Verbindung zu mir. Das heißt, vielleicht sollten wir tatsächlich zuerst Kalat erobern, wenn geht. Oh Gott, das ist aber eine ziemlich modige Sache. Die haben da gerade mal 50.000 Menschen, die da drinnen wohnen. Wie ernähren die ihre 27.000 Mann? Sind hingegen hat relativ viele Einwohner und die haben. Achso, nein, das ist nicht Sind, das ist Makran bereits. Sind hat da 230.000 und Früchte 160.000 und was ist das? Tee? Na, Nona-Tee. Und noch einmal 90.000. Das heißt, das lohnendere Ziel ist definitiv Sind. Wir werden versuchen, Sind zu erobern als erstes. Wir werden versuchen, einen Krieg zu rechtfertigen. Eroberung. Das kann uns zwar 22 Prestige kosten, aber wenn, dann müssen wir das gleich ganz am Anfang machen, weil wir gewinnen dann ja jede, also Infamiekosten so, weil wir kriegen ja jede Runde oder jeden Monat ein wenig Infamie zurück. Ich glaube, Sind ist ein guter Anfangsgegner. Mit etwas Glück haben sie kein Bündnis, wenn wir sie angreifen, und wir können sie erobern, bevor wir irgendwie anders was machen. So, wir schauen mal nach. Nicht Abwanderung, Rangliste, nein, 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 nein. Wo ist denn das Vorratslimit? Also die können wir nur hier und hier erhalten.
Die können wir da überall erhalten, das ist ganz gut. Setzen wir die daher. Die auch. Setzen wir daher. Ah, die setzen wir beide nach Dings, nach Lahore, unserer Hauptstadt. Okay, wir können natürlich da unten nicht sein. Also wenn wir dann angreifen, werden wir diese Armee in drei Teile teilen. Zuerst werden wir mal sämtliche Widerstände in Sindh entsorgen und dann in drei Teile. Gut, das ist mal das eine. Habe ich sonst noch was vergessen? Meinen nationalen Fokus habe ich gesetzt, meinen Haushalt habe ich versucht zu setzen. Wenn ich das auf 0 setze. Naja, schauen wir mal. Am Anfang weiß das Spiel sowieso noch nicht genau, wie die Einnahmen und Ausgaben sind. Militär braucht man nichts. Diplomatie haben wir schon gemacht mit unserem einen Diplomaten. Wie viele Diplomaten kriegen wir denn insgesamt? Monatlich 0,2. Das heißt, in 5 Monaten kriegen wir einen. Wow. Handel, Politik, Technologie, Haushalt, Produktion. Brauchen wir alles noch nicht. Glaube ich zumindest. So, machen wir ein bisschen schneller. Oh, Sindh möchte ein Bündnis mit uns. Wir lehnen das ab. Mist, wieso will nicht. Ach, wieso nicht will nicht Kalat mit uns ein Bündnis? Die wären cool als Bündnispartner. Ist okay. Ist okay. Ja, all dieses Zeug ist uns wurscht. So, wir haben ein Minus von 30. Das ist wenig. Es wäre schön, wenn Großbritannien versucht, uns in ihre Sphäre zu kriegen. So, die können da eh sein, oder? Ja. Die lassen wir mal zusammen eine Weile. Yay, wir sind schon bei 14%. In 100 irgendwas Tagen. Das Problem ist, wir schaffen kriegen sowieso erst in. Also 0,3 Diplomatiepunkte kriegen wir. Wir haben jetzt 0,2. Wir kriegen sowieso erst in 4 Monaten den nächsten Diplomatiepunkt. Das heißt, viel schneller darf das eh nicht gehen. Heimindustrie. Was? Der Wolldistrikt in Leh ist in letzter Zeit immer aktiver geworden. Mehr und mehr kleine Heimwebereien entstehen quer über die ganze Provinz. Das ist schön. Zwar sind die Menschen in Leh bekannt für ihre Sparsamkeit, doch dieser Aktivitätsdrang könnte auch damit zu tun haben, dass hier direkter Zugang zu einer der besten Wollqualitäten der Welt besteht. Hm. Schlauer arbeiten oder härter arbeiten? Das ist wurscht, wir können weder das eine noch das andere senken. Ich überlege gerade, sind 5 Luxuskleidung teuer? Wir werden schlauer arbeiten. Ich glaube, 0,5 Luxuskleidung sind insgesamt teurer als. Das müssten wir uns anschauen. Luxuskleidung sind 65 und normale Kleidung sind 6. Ja, Luxuskleidung ist 10-mal teurer als normale Kleidung. Das heißt, 5 Luxuskleidung bringen mehr Geld als 15 normale Kleidung. In dem Fall ist das auf jeden Fall klüger so. Wo ist Leh überhaupt? Ah, da. Die 50.000 Menschen dort.
nicht gesagt, ihr stellt Luxuskleidung her. Schon allein deswegen war es gut, dass wir das gemacht haben. Okay, machen wir weiter. Die Sinsche Bedrohung. Yay, unsere Geschwindigkeit steigt. Also wurscht eigentlich. Nein, es ist nicht wurscht. Wir sind noch nicht aufgeflogen. Das bedeutet, mit etwas... Ah, na, wir sind auf Null. Mist. Wir haben kein Geld mehr. Ist nicht gut, nicht gut. Da wir keine... Ah, wir können keine Schulden machen. Gehen wir die Zölle rauf. Was wurscht ist eigentlich, weil... Was führen wir schon ein? Das im Endeffekt machen wir nur unsere arme Bevölkerung krank, tot, irgendwas. Wurscht. Hey, wir haben ein kleines Plus. Wir haben wieder ein Minus. Wir haben Plus, Minus, Null. So, Kriegsrechtfertigung. 60%. Yay. Und wir haben noch keine Infamie gekriegt. Das ist ja urcool. Wer ist das? Nepal bindet unseren Bündnis an. Fortfahren. Das machen wir doch glatt. Nicht, dass ich glaube, dass Nepal irgendwas uns bringt. Wichtiger wäre Großbritannien. Ah, die wären super, wenn uns die in ihre Einflusssphäre kriegen wollen würden. Später ist es dann blöd, aber jetzt am Anfang wäre das schon sehr gut. Aber ich fürchte, das machen sie nicht. Die sind so fies zu uns. Sie hassen uns. Oh, warte mal, ein Krieg. Argentinien in Südamerika, würde ich mal fast sagen. So wie das ausschaut, schauen wir mal. Wer gegen wen? Nein, Diplomatiekarte. Argentinien gegen Bolivien und Peru. Brasilien gegen Bolivien und Peru. Bolivien und Peru gegen den Rest der Welt. Ah. Und Chile gegen Bolivien und Peru. Das sind drei unterschiedliche Kriege. Und die drei sind nicht beteiligt. Passt. Also in Südamerika geht's so. Hey, so, schauen wir mal. Ah, die haben einen Kriegsgrund gegen uns. Deshalb, vielleicht sollten wir ihnen das da sogar geben. Da haben wir dann nämlich einen Kriegsgrund gegen sie. Also wenn sie einen Krieg gegen uns führen. Und Peshawar haben wollen. Vielleicht ist das etwas, was man ihnen sogar tatsächlich geben sollte. Einfach so. Mit Kalat hat keinen Kriegsgrund. Ah, Kalat kann auch nicht Indien gründen. Muss ja nicht sein, dass sie uns angreifen. Es kann ja sein, dass sie da oben angreifen zuerst. Wahrscheinlich werden sie uns angreifen, wenn wir Sind attackieren. Makran hätte ich auch ganz gern. Die haben auch noch keine Bündnisse. Solange noch nicht die Großen da sind und sich um die kümmern, weil diese Staaten, das sind so ziemlich das Letzte, warum sich die Großmächte kümmern. Zuerst reißen sie sich um die wirklich teuren Sachen. Na gut. Oh, egal. Machen wir weiter. So, wir haben 0,9 Diplomatiepunkte. Nächstes Monat, nämlich am 1. Juni, sollten wir einen haben. Das heißt, wir können dann Krieg erklären. Und wir sind schon bei 80%. Und wir sind noch nicht aufgeflogen. Das ist so supi. Das ist so selten, dass das passiert. Gerade am Anfang wäre es noch nicht ganz so dramatisch gewesen. Das heißt, wir werden das nachher gleich mit Kalat auch machen, nachdem wir Sind erobert haben. Sikkim. Wo ist Sikkim? Dieses Kaff hier, echt jetzt? Die wollen mit mir verbündet sein? Ist okay, machen wir.
Wir sind das. Da, das ist die Himalaya-Allianz. Tibet fehlt noch, aber Tibet ist leider ein Satellitenstaat, soweit ich weiß, ja. Bhutan noch. Bhutan ist auch ein Himalaya-Staat und ist mit niemandem. Das heißt, die würden vielleicht auch noch mit uns zusammenarbeiten. Wahnsinn. Jeder Bündnispartner ist gut. Die helfen mir zwar nichts im Krieg gegen diese Typen da drüben, aber sie lassen mich stärker erscheinen, als ich bin. Okay, wir haben einen Kriegsgrund. Na dann, auf. Ah, das wird jetzt viel Truppen kosten. Halt, stopp, stopp, stopp. So, ich überlege gerade, ob wir diese 18.000 da gleich angreifen sollen. Tun wir doch glatt. Wow. Okay. Das wird grausam ausgehen. Doch nicht. Ha, wir haben den besseren Anführer. So. Das bedeutet, du gehst daher, du gehst daher. Und diese Schlacht, wie schaut das so aus? Kein Befehlshaber, das ist gut. Bitte tötet so viele wie möglich. Mit etwas Glück sind die vorher dort. Ja, sind sie. Wir sind in der verteidigenden Position. An und für sich sollte das reichen. Oh, yes, wir haben sie aufgerieben. Ausgezeichnet. So, dann werden wir die mal. Die Pferde gehen wir da weg. Wir bleiben nur mit 4000 da. Ziehen wir da raus aus dem Land wieder. Mit etwas Glück haben wir es erobert, bevor irgendeiner von unseren Nachbarn auf die wahnwitzige Idee kommt, uns anzugreifen. Schaut gut aus. So, nochmal Vorratslimit. Na gut, passt. Sie sollten jetzt keine Truppen mehr verlieren beim Belagern. Ausgezeichnet. So, wie viele Punkte haben wir denn jetzt? 540. Täglich kriegen wir 1,85. Müssen wir dann schauen, wie viele Punkte wir kriegen durch die Eroberung. Das würde mich schon interessieren. Schlacht von Karachi. Okay. Ah, der hat da. Oh, das ist aber fies. Der hat da Truppen ausgehoben. Arg von ihm. Arg, echt arg.
Mexiko hat auch einen Krieg. Achso, na gut, die haben sowieso immer einen Krieg. Nein! Der General ist tot. Welcher überhaupt? Der hier, der Starke. Ach Gott. Das ist ein Mist. Ja, wurscht, wir haben da eh noch einen zweiten General. Ah, ich glaube, das ist so eingestellt. Ja. Sollen wir die Führer automatisch zuheißen lassen? Ich schaue mir das immer an. Lass mal sie automatisch erstellen. Dann vergesse ich das nicht, aber zuweisen möchte auch ich sie. Ich weiß nicht, ob der Computer da klug genug ist beim Zuweisen. So, wir haben hier 80%, 87%, 88. Ach so, wir könnten vielleicht auch schauen, was für. Ah, das ist super. Ich bin so ein Depp. Tripolis gibt's nicht mehr. Indien gründen. So, können wir die anderen eigentlich auch nehmen? Ja, wahrscheinlich schon. Pazifismus, natürlich. Machen wir voll. Hurra, Patriotismus, Residenz. Moralismus, das ist eigentlich besser als das da oben. Hurra, Patriotismus ist gut. Wir nehmen die nationalistische Fraktion. Als unsere Anführer. Ausgezeichnet. Du wartest hier noch. Na kommt schon. Yay. So, jetzt schauen wir mal. Als erstes, wie viele Punkte haben wir? 703. Und an für sich 703. So, warte mal. Beim Erreichen von diesem Kriegsziel erhalten wir 10 Prestige. Yay! Bei einem Fehlschlag von diesem Kriegsziel, ja, verlieren wir 10. Das ist uns wurscht. Sonst noch irgendwas? Steht hier nicht. 703 haben wir gerade gesagt. Fortfahren. Gut. Wow. Wir sind auf 2490. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Es hat sich verdreifacht, die Punktzahl. Das heißt, wir haben 1700 haben wir gehabt. 1700 Punkte haben wir dafür gekriegt, dass wir das Ding erobert haben. So, du gehst noch dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und unser erster Schritt Richtung Indien ist gesetzt. Haben wir noch einen Diplomaten, yes. Das heißt, wir machen als nächstes Makran oder Kalat. Makran ist vielleicht sogar besser. Die haben Tee und eine Küste. Oder Kalat. Kalat ist auf jeden Fall wehrhafter. Vielleicht wäre Makran besser. Die sind nämlich nicht so wehrhaft. Und ich weiß nicht, ob es bei den Forschungspunkten auf die Größe des Landes ankommt, das wir erobern. Eine gute Frage. Ob es nur auf den Kriegsgrund ankommt, auf das Eroberung? Also gegen Kalat können wir den Krieg auf jeden Fall nicht mehr so führen wie gegen Sindh.
Da müssen wir warten, bis die reinkommen und versuchen bei uns was zu erobern. Und während sie bei uns sind, versuchen wir ihr Gebiet zu erobern. Ach, wahrscheinlich hat uns Afghanistan auch deswegen nicht angegriffen, weil wir noch keine Infamie haben. Aber wenn wir jetzt erwischt werden beim Kriegsgrund produzieren, dann können wir nicht so bald wieder machen. Nein, wir machen natürlich Kalat. So, an dieser Stelle haben wir unseren ersten Erfolg für Punjab gemacht. Wir werden jetzt einmal schauen. Ich hoffe, unsere Truppen können sich in irgendeiner Weise erholen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Geld möglicherweise. Uff. Wir könnten da bei den Dings runtergehen. Vielleicht nicht hier. Oder auf 40%. Da auf 25. Na, gehen wir auf 20. 20 und 35. Vielleicht erholt sich dann mein Heer. Wichtig wäre, wenn sie sich wieder aufrüsten würden auf ihre volle Mannstärke, bevor wir den nächsten Krieg starten. Na gut, Herrschaften an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis bald und wir sehen uns.